In der ersten Folge meiner Schalke-Karriere habe ich den königsblauen Kader umgebaut, einige Spieler verkauft, aber auch einige wichtige Neuzugänge geholt. Vor allem unser neues Sturmtalent Ileni Kehner konnte überzeugen. Unfassbare 7 Tore in seinen ersten 3 Spielen und Schalke somit noch ungeschlagen auf Platz 1 der Liga. Der Saisonstart ist damit schon mal geglückt, aber es wartet direkt der erste Kracher auswärts beim Hamburger SV und wir werden in dieser Folge noch einige richtig geile Spiele haben. Und die Hamburger spielen gegen uns im 3-4-2-1. Da können wir mit Fabi Boll schön dagegen pressen. Here we go, Anpfiff zu dieser Episode. Und Hamburg drückt direkt, Freunde. Glatzel, oh, gut verteidigt. Oh, aber wir verlieren die Kugel. Nein, Glatzel. Okay, das ist das Tor. Ja, das habe ich ganz schlecht verteidigt. Ah, und zum ersten Mal geraten wir in Rückstand. Jetzt bin ich gespannt, wie die Jungs damit umgehen. Der HSV kommt wieder, Glatzel. Jetzt Hofmann-Parade. Puh, wir stehen hier ganz schön unter Druck. Aber die Halbzeitstatistik spricht Bände. Der HSV, klar die bessere Mannschaft. Und jetzt haben wir aber die Konterchance, Freunde. Ileni Kehner, der ist nicht im Abseits. Den muss er machen, Junge. Oh, Pfosten. Das gibt's nicht. Da bekommt der Bursche aus dem Nix die Chance, ist nicht im Abseits. Und dann sind's Millimeter. Und langsam läuft uns die Zeit davon. Nächster guter Lauf, aber das muss Abseits sein von Solis. Ah, schade. Ileni Kehner mit der Balleroberung. Younes, der ist gerade reingekommen in die Partie. Spiel den nochmal rüber auf Ileni Kehner mit dem Kopf. Wie kann er den nicht reinmachen? Aber Chance ist noch da. Voller Einsatz. Ileni Kehner, wenn er es heute nicht selber macht. Luis Guillaume. Schade, Eckball. Wir schmeißen alles nach vor nach dem Eckball. Ganz wilde Variante. Ball ist heiß. Ball ist richtig heiß. Ileni Kehner. Drehung. Schuss. Wir hätten uns den Ausgleich verdient, aber es ist die letzte Minute. Eine Chance noch. Younes ist der im Abseits. Oh, und das ist der Schlusspfiff. Und damit gibt's gegen den HSV leider unsere erste Saisonniederlage. Aber ihr seht's, wir hatten am Ende mehr Expected Goals. Die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt. Und es ist auch wenig verwunderlich, dass ausgerechnet der HSV-Torwart Spieler des Tages wurde. Wir sind mittlerweile am Transfer-Deadline-Day angekommen, aber kaufen werden wir keinen mehr. Mal gucken, ob noch ein Verkauf reinkommt. A few moments later. Antwort nein, es kam kein Angebot mehr rein. Okay. Und damit muss es diese Mannschaft jetzt zumindest bis zur Winterpause regeln. Ich habe außerdem allen Spielern mittlerweile einen Entwicklungsplan verpasst, damit sie sich optimal entwickeln können. Die Tabellenführung haben wir in der Zwischenzeit leider hergeben müssen, aber wir haben auch noch ein Spiel weniger und sind immer noch Dritter. Und heute gegen Magdeburg simulieren wir, das wird ein Sieg, jawollek, 2-1. I like, wir sind wieder Erster. Und was ist das hier? Ileni Kehner wird den alten zweite Bundesliga-Torrekord brechen, schreibt die Geschichtsbücher neu. Digga, und Darren Doherty immer so negativ, trauriger geht's nicht mehr. Ja, er ist vielleicht traurig, weil Simon Terodde den Rekord dann nicht mehr hat. Das muss man erstmal realisieren. Und ich bin traurig, Freunde, weil die ersten zwei gescouteten Spieler aus Spanien richtig Grütze sind. Aber Julian Ayala hat ein 93er Potenzial, könnte der nächste Iniesta sein. Und Santiago Sierra sogar ein 94er Potenzial, 14 Jahre. Der könnte der nächste Lamine Yamal werden. Und wir brauchen ja junge Talente, Freunde. Daher gebe ich auch ihm direkt mal einen Entwicklungsplan. Aber wer weiß, vielleicht finden wir in dieser Folge ja auch noch den Nachfolger eines deutschen Wunderkindes. Jetzt aber voller Fokus, Auswärtsspiel beim 5. Hannover. Aber auch gegen Hannover erwischten wir den Horrorstart. Vogelsammer mit dem 1-0. Und Freunde, 84. noch eine Chance, Flores, zack, spielt er den selber näher, spielt nochmal rüber, gut rübergelegt, gut, Gustafsson, der Sechser mit dem entscheidenden Ausgleich. Oh, der Punkt ist gerettet. Vielleicht geht ja noch der Sieg. Oder aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch das Tor bekommen. Oh mein Gott, wie schlecht war der Schuss. Puh, am Ende müssen wir uns dann wohl oder übel mit einem Punkt begnügen. Aber Good News, wir sind vor dem HSV immer noch erst in der Tabelle. Und heute gegen den SSV Ulm dürfte eigentlich nichts anbrennen. 4-0, ganz easy. Und auch gegen Regensburg vertraue ich der Mannschaft. Sie zahlt zurück, 4-1. Und jetzt im Oktober stehen einige spannende Spiele an. Zunächst in der Liga, auswärts das Derby gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Und dann der Pokal-Heimspiel gegen die Hertha. Und die kämpfen Stand jetzt auch mit uns um die Führung in der Bundesliga, auch wenn wir 3 Punkte vorn sind und schon unfassbare 20 Tore geschossen haben. Und warum? Weil sich mein Juwel Ileni Kehner unglaublich entwickelt. Und auch gegen den SC Paderborn können wir simulieren. 1-0 Flores, ganz spät. Nächster Sieg. Und Schalke wird schon langsam wieder eine Topmannschaft. Das sieht man auch. Wir haben 2 Profis mit Nationalmannschaftseinsatz. Bei Schalke im Real Life aktuell vollkommen undenkbar. Aber wir haben uns das mit tollen Leistungen noch verdient. Doch auch Düsseldorf ist auf Rang 6. Und genau gegen die geht's heute. Düsseldorf Arena, Derby Time. Aber Düsseldorf hat schon wieder die erste Chance. Grätsche spät. Oh, Gott sei Dank aus dem Netz. Also die Anfangsminuten, die liegen uns teilweise noch nicht wirklich. Wir machen es Düsseldorf zu einfach, Hofmann. Eieiei, Freunde, wegverteidigen, nicht schießen lassen. Gut gemacht, aber Situation ist immer noch nicht geklärt. Und jetzt ist die Kugel im Tor. Mist. Na gut, müssen wir halt wieder mal einen Rückstand drehen, ne? Doch nur wenig später hatten wir wieder Glück. Düsseldorf knapp ans Außennetz. Düsseldorf kommt aber schon wieder. Nicht das zweite, oh mein Gott. Sagt euch ehrlich, Männer, die spielen uns fußballerisch bislang an die Wand.
Die machen da genauso weiter in der zweiten Halbzeit. 2-0. Verdammte Axt. Freunde, es darf jetzt nicht ausarten. Fast das 0-3. Und jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit. Ja, 0-3. GG Düsseldorf. Aber letzte Sekunde, Freunde. Komm, können wir wenigstens noch das Ehrentor schießen? Flores mit dem Ehrentreffer. Nein, nicht mal der geht rein. Boah, das war eine saftige 0-3-Klatsche, Freunde. Das darf uns eigentlich nicht passieren. Das einzig Positive nach der Niederlage, wir sind immer noch komfortabel Erster. Und in der zweiten Liga gibt's halt ein paar Mannschaften, gegen die man auch verlieren kann. Der KSC ist aber keine dieser Mannschaften. Wir gewinnen durch ein spätes Tor von Eleni Kehner. Zugegeben, der hatte einen kleinen Hänger in den letzten Partien, aber trotzdem 15 Einsätze, 14 Tore. Er ist immer noch ein Macher. Auf die Liste für den Ballon d'Or 2024 hat das noch nicht geschafft. Aber das kann ja noch werden. Nein. Jetzt ist erstmal Fokus switchen angesagt. DFB-Pokal zweite Runde zu Hause gegen die Hertha. Und es ging direkt knackig los, Amigos. Diego Demme, 7. Minute. Böses Foul von hinten. Rote Karte für den Herthaner. Ja, Mann, das ist gut für uns Männer. Über 80 Minuten in Überzeit. Das sollte jetzt eigentlich eine leichte Kiste werden. Flores hat direkt mal Platz auf Außen. Eleni Kehner mit dem Fallrückzieher. Das wär's gewesen, Junge. Sheesh, was für eine super Technik der Bursche. Aus dem kann er was ganz, ganz Großes werden. Also, ich meine jetzt fußballerisch. Körperlich ist er schon 1,85. Hoppala, aber wir müssen aufpassen. Die Hertha mit Niederlechner. Niederlechner! Hoppla, Freunde, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das? Die Hertha führt 1-0. Da war die Situation schon geklärt. Auf einmal bekommt Niederlechner die Murmel wieder. Was ein Slapstick-Tor. Und Schalke macht schon wieder Schalke-Sachen, Digga. Aber Blitzstart in Schalke 2 in Halbzeit 2. Karaman, Eleni Kehner, mach ihn doch. Oh, Flores, Superball-Eroberung, Eleni Kehner. Jetzt aber, jawollek, Ausgleich. Oh, Kalma, Freunde, endlich ist der Boy wieder back. Jetzt nutzen wir die Überzahl. Karaman auf Eleni Kehner, das zweite hinterher, Doppelschlag. Und wieder, Freunde, Kalma, Kalma. Und wenn ihr gerade schon mal dabei seid, Kalma, auch auf den Like-Button drücken. Ehre, Freunde. Doch dann, wie aus dem Nichts passierte es, Freunde. Ich wollte eine defensive Taktik einstellen, doch faulte im Strafraum. Aber ist kein Problem, Freunde, ich hab den. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Er geht nach rechts. Aber er kommt nicht ran. 72 Minuten, alles wieder ausgeglichen. Es wird ein echter Pokalfight. Oh Gott, Freunde, wir werden nervös. Hoffmann, was eine Parade. Aber da ist eine Lücke frei für Eleni Kehner. Mach ihn, Junge, mach deinen Hattrick. Mach deinen Hattrick. Pfosten, nein, das gibt's nicht. Es braucht hier also eine Verlängerung. Aber wir kontern das jetzt einfach richtig gut. Wir kontern das richtig gut. Die hier können noch keine Energie mehr haben. Und das ist das Traumtor von Eleni Kehner. Den setzt er auf einmal rein. Guckt euch das aus der Ego-Perspektive an. Boom, Chakalaka. Der ist perfekt getroffen. Aber Freunde, die Hertha kommt wieder. Niederlechner, der lupft den drüber. Das ist der nächste Ausgleich. Das gibt es alles nicht mehr. Und guck mal auf die Torschützen. Hattrick Eleni Kehner. Hattrick Niederlechner. Und jetzt nicht das vierte kassieren. Nicht. Oh mein Gott, Hoffmann, was eine Parade. Boah, oh mein Gott, Freunde, das war so intensiv. 3-3 der Endstand. Es muss ein Elfmeterschießen her. Mehr Spannung geht nicht. Eleni Kehner mit dem Anfang. Macht er den ersten. Jawohl. Und Niederlechner. Vorher hat er nach rechts geschossen. Diesmal nach links. Nach links. Jawohl, wir haben ihn. Karaman, auch der sichere Schütze. Auch er nach links. Auch. Oh, Gersbeck hat ihn. Riese, der schießt auch nochmal nach rechts. Der schießt nach rechts. Den hab ich wieder. Und ich schieß wieder. Louis Guilherme. Zack, unten links. Rein da ins Glück. Oh, die Hertha bisher noch keinen getroffen. Buchalakis nach links. Ja, der trifft ihn jetzt. Aber Flores, mexikanischer Bruder oben rechts. Vamos. Und Borsteinsson hat das erste Mal Druck. Er muss treffen. Nach links. Na, nach rechts. Aber kein Problem. Solis hat den Matchball. Kann er in die Mitte schießen? Mache ich aber nicht. Lupfer nach links. Jawohl, Schalke steht in der dritten Pokalrunde. Auf die Pokaleuphorie folgte aber die Liga-Niederlage gegen Braunschweig. Boah, dafür haben wir einen Ultrabrecher in der Jugendakademie. Arthur Jansen, 1,1 Millionen Marktwert schon. Katschi. Und heute gibt's das Liga-Duell mit Darmstadt. Im Real Life hat man da ja ein 3-0 in ein 3-5 verkackt. Aber jetzt bitte bleibt's beim 3-1. Es folgte ein souveräner nächster Ligasieg gegen Elversberg, dann aber die knappe Niederlage gegen Kaiserslautern. Und heute geht's weiter, DFB-Pokal-Achtelfinale, Schalke gegen Eintracht Frankfurt. Und klarer Fall, am Papier ist die Eintracht deutlich stärker als wir und in den letzten 5 Spielen haben sie auch eine richtig gute Form. Aber der Pokal hat bekanntlich immer schon seine eigenen Gesetze. Und oh mein Gott, Freunde, wir wurden von der Eintracht so dermaßen an die Wand gespielt, doch hatten Glück. Ron Torben Hofmann wurde einfach zu Prime Manuel Neuer im Tor, hielt Bälle, die eigentlich völlig unhaltbar waren und Memphis Depay legte Gott sei Dank diese 1000%ige Chance hier drüber. Boah, Freunde, ich habe echt keinen Plan, wie wir hier in die Verlängerung gekommen sind. Aber Freunde, jetzt können wir mal ins Risiko gehen. Donkor, gute Balleroberung. Flores, einfach mal draufziehen. Einfach mal draufziehen. Trapatin. Aber das war unsere erste gute Chance. Und jetzt bekommen wir im Konter die zweite. Eleni Kehner, zack, mit der Ballrolle. Zurück. Ja, in die Mitte. Ja, Solis. Solis.
115. Das ist die unverdienteste Führung aller Zeiten. Was ist das für eine Story? Der defensive Sechser stochert den Ball rein. Und ich wollte ihn ehrlich gesagt gerade auswechseln für Armin Younes für selber schießen. Aber das spare ich mir jetzt. Yes, Freunde, und das ist der Schlusspfiff. Wir bringen es tatsächlich über die Zeit und schlagen Eintracht Frankfurt. Und das bitte wohlgemerkt mit 2:14 Schüssen, 31% Ballbesitz und Ron Torben Hofmann, bei dem können wir uns bedanken, eine 9,5 Man of the Match. Aber der Junge hat doch mal auf Lock 8 geile Paraden rausgehauen. Und das heißt, wir sind im Pokal schon mal eine Runde weiter wie der FC Bayern und die haben gegen Leverkusen verloren. Und das muss uns jetzt auch für den Dezember pushen. Spiele gegen Nürnberg, Köln und Düsseldorf. Und wir starten mit einem 3-1-Sieg gegen Nürnberg. Aber die Partie gegen Köln ist halt einfach mal wieder Spitzenspiel. Erster gegen Dritter. Und mir ist gerade, by the way, aufgefallen, Freunde, unsere komplette Startelf hat jetzt schon ein 70-Plus-Rating. GG. Doch im Spiel gegen den FC folgte mal wieder der Klassiker. Sehr frühes Gegentor. Ach, Freunde, das gibt's ja nicht. Wir machen uns das Leben einfach unnötig schwer. Dafür jetzt Floris. Ja, zack, da kommt dann die Kugel, Eleni Kehner. Das ist ja der Ausgleich. So einfach geht's. Und unser Top-Torwart Hoffmann bewahrte uns dann sogar noch vor dem 0-2. Doch in Minute 57 der Schock. Köln mit der erneuten Führung. Aber wir haben jetzt die Chance, es auszugleichen mit dem Freistoß. Eleni Kehner, planen wir an der Mauer vorbei und in die Torwartecke. Come on, jawollig! Das geht auf! Alter Schwede, Freunde, er kocht schon wieder. Aber was kann der Kerl eigentlich nicht? Und jetzt spielt er auch noch den Assist für Karaman, oder was? Jetzt spielt er noch den... Oh, da hat nicht viel gefehlt. Aber Karaman, wie hat er sich die Kugel erarbeitet? Karaman! Den darf er nicht liegen lassen. Aber 10 Minuten noch, Freunde. Wir können hier auf Sieg spielen. Der Schalke-Express rollt wieder. Wieder Karaman. Oh, schlechte erste Ballannahme. Tja, daraus wurde leider nichts mehr. Aber mit einem Punkt aus Köln kann ich leben. Und Eleni Kehner ist einfach der Wahnsinn. Steht jetzt bei 16 Toren in 17 Einsätzen. Aber Glatzel mit 14 nicht weit dahinter. Tschüss. Insgesamt bringt es der Franzose sogar auf 22 Tore und eine Vorlage in 23 Spielen. Karaman, der Zweitbeste, hat nur 7 und 7. Und damit ist die Hinrunde der zweiten Liga auch schon durch. Schalke auf dem ersten Platz, 2 Punkte vor Düsseldorf. Und genau die warten auch am ersten Spieltag der Rückrunde. Gespielt wird am 23. Dezember. Und natürlich will ich vor Weihnachten die Revanche für die 0-3-Niederlage früher in diesem Video. Und im zweiten Derby sollten wir unsere Rache bekommen. Ließen defensiv nichts zu und belohnten uns im Konter mit dem 1-0-Siegtreffer. Natürlich durch Eleni Kehner. Das ist ja logisch. Freunde, diese Schalke-Mannschaft und vor allem Eleni Kehner macht einfach so unnormal Bock. Er wird jeden Rekord brechen. Und ich bin mir sicher, der junge Santiago Sierra mit 14 Jahren wird auch bald alle Rekorde brechen. Der nächste Lamine Jamal. Und mit Adrian Müller haben wir auch schon den nächsten Jamal Musiala in unseren Reihen. 94er Potenzial, ist zwar aktuell ZDM, aber den trainiere ich noch um. Der kann auch schießen. Und was Schalke kann, das ist in der nächsten Episode in die Bundesliga aufsteigen, denn sie sind nach 18 Spieltagen an der Spitze und lassen sich das nicht mehr nehmen. Wenn du weiter Bock auf dieses Projekt hast und die nächste Folge sehen willst, dann hau den Like-Button kaputt, lass natürlich ein Abo auf diesem Kanal da und die Zeit dahin kannst du dir am besten mit dem Video hier vertreiben. Also hier klicken und wir sehen uns gleich dort wieder.